Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit Marco Färber begrüße ich Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Normalerweise beschäftigen wir uns hier mit Fragen, die uns Menschen in unserer Zeit betreffen, unserem Tun und Verhalten als Einzelne und als Gesellschaft. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir fragen, wie wir überhaupt zu dem wurden, was wir sind, wie der Mensch zum Menschen wurde. Die Wissenschaft der Primatenforschung geht dieser Frage nach und einer ihrer wichtigsten Vertreter lehrt und forscht hier in der Schweiz. Es ist Professor Karel van Schaik von der Universität Zürich. Er ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Herr van Schaik, bei NZZ Standpunkte. Herr van Schaik, der Mensch stammt vom Affen ab. Das heißt es, das sagen wir voneinander. Ganz richtig ist das nicht, aber es ist auch nicht ganz falsch. Nö, denn wir sind ja Affen. Also taxonomisch gesehen, systematisch gesehen sind wir Affen. Aber wir stammen nicht ab von den Arten, die es jetzt auch noch gibt. Denn die haben auch wieder Vorfahren. Wir haben also mit den Arten, die es gibt, gemeinsame Vorfahren. Und mit zum Beispiel Schimpansen, worüber wir wahrscheinlich häufig reden werden, haben wir relativ vor kürzeren Zeiten noch einen gemeinsamen Vorfahren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von Lemuren reden oder sowas, dann ist das sehr, sehr weit entfernt. Wir haben diese Verwandtschaftsverhältnisse in einer Grafik kurz dargestellt. Wir sehen sie hier oder sollten sie hier sehen. Und das, was Sie sagten, sieht man hier sehr deutlich. Ich kann nicht alle Lesebeispiele geben, aber der letzte gemeinsame, wenn man so will, Vorfahre von Mensch und Schimpanse lebte vor etwa sechs, sieben Millionen Jahren, oder? Das sind natürlich Schätzungen. Das sind Schätzungen, ja. Oder? Und unser letzter gemeinsamer mit dem Orangutan war etwa vor 15 Millionen Jahren. Genau. Und Sie forschen ja vor allem auf dem Gebiete der Orangutans. Also genau. Sie forschen nicht beim nächsten Verwandten, beim Schimpansen, Nein. sondern bei einem entfernteren Verwandten. Ja. Wieso das? Das hat so seinen Grund. Also ich sage erstmal immer, wir sind afrikanische Menschenaffen. Und das hat natürlich keine Konsequenzen. Das bedeutet, dass wir allerhand Merkmale haben, Eigenschaften haben, die alle afrikanischen Menschenaffen auch haben. Jetzt ist die Frage, ist das etwas, was wir so vor ein paar Millionen Jahren so zusammengebracht haben? Oder gibt es diese Merkmale zum Teil schon viel früher? Und dafür brauchen wir die Orangutans. Denn die sind ja, wie Sie sagen, so vor 15 Millionen Jahren haben sie sich abgespaltet von den anderen Menschenaffen. Aber wenn sie viele Sachen gemeinsam haben, mit zum Beispiel Schimpansen, dann können wir annehmen, dass auch der Vorfahre von Schimpansen und Menschen diese Eigenschaften schon hatten. Mhm. Also diese Außenseiter, diese Orang-Utan, kann uns sehr viel Wissen bringen über, was es war, um eine frühe afrikanische Menschenaffe zu sein. Jetzt bevor wir vielleicht in die Details gehen dieser Forschung, wie forscht man und vor allem wo forscht man? Orang-Utans gibt es ja leider nicht mehr an sehr vielen Orten, also konkret auf Sumatra, auf Borneo. Mhm. Da sind Sie mit Ihrem Institut tätig. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, also die Orang-Utans haben leider eine große Präferenz für Sumpfwälder. Da sind ihre Dichten am höchsten und da ist das Verhalten auch am spannendsten. Das wussten wir vor 20 Jahren auch nicht. Also das habe ich mehr oder weniger per Zufall mal erfunden, dass das so war. Also das bedeutet, dass wir natürlich unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiten müssen. Also häufig ist es da ein bisschen nass und Pilze werden unsere Freunde und Mücken werden unsere Freunde. Sie haben uns, wenn ich Sie unterbrechen darf, einige Bilder zur Verfügung gestellt. Wir haben eine kleine Bildstrecke zusammengestellt. Wenn Sie die vielleicht ganz kurz kommentieren würden. Ja, also manchmal ist es Hochwasser und wo dann normal einen Weg geht, muss man so gehen, muss man schon den Weg kennen, denn manchmal gibt es diese Kanäle und dann verschwindet man plötzlich, wenn man nicht weiß, wo man geht. Wasserschlangen und solches Getier hat es dann nicht drin. Also das hat es schon, aber die meisten Tiere wissen genau, wo sie sein sollen und nicht sein sollen. So geht es auch mal. Die Orang-Utans gehen manchmal auch in den tieferen Teilen des Sumpfs, also müssten wir folgen. Denn unsere Taktik ist, dass wir ein Tier versuchen zu finden und dann einfach folgen. Den ganzen Tag, baut ein Nest, gehen wir nach Hause. Am nächsten Morgen sind wir dann wieder da, um das Tier einfach wieder zu begrüßen und einfach zu folgen, was er den ganzen Tag so macht. Und das bedeutet, dass man manchmal auch im Dunkeln durch dieses tiefe Wasser gehen muss, um das Nest zu erreichen, wo das Tier sich dann hingelegt hat für die Nacht. Das nächste Bild,
Das ist der Meister persönlich, da das, machen Sie Notizen. Ja, vor ein paar Jahren. Also es ist nicht immer so nass, es ist auch manchmal ganz nett da im Sumpfwald. Also. Und was wir auch machen natürlich, ist deren Kommunikation erforschen. Also hier nimmt einer von unseren Studenten aus Zürich, versucht eine Aufnahme zu machen von sogenannten Long Calls. Das sind die Männchen, die geben diese ganz lauten Rufe von sich, die man mehr als einen Kilometer weit hören kann. Wir analysieren diese Rufe, versuchen die, man, zum Beispiel was wir zeigen können, ist, dass jedes Männchen kann man erkennen an seinem Ruf. Und in bestimmten Umständen machen sie auch andere Rufe, die für ungeübte Ohren genauso klingen, aber die anders sind und die eine andere Reaktion auslösen bei den Empfängern. Also solche Sachen versuchen wir natürlich auch zu forschen. Jetzt haben Sie vorhin ja gesagt, und das sieht man ja auch auf diesen Bildern, eben Sie sind am Boden, Sie warten sprichwörtlich im Sumpf. Mhm. Der Nachteil des Menschen ist, dass er nicht ein Affe ist, in dem spezifischen Fall, weil der Orang-Utan lebt ja auf den Bäumen. Ja, meistens. Ja. Da können Sie, also Sie können da nicht quasi mit Baumhütten oder ich weiß nicht so, ja. Die sind oder ein bisschen zu mobil, nicht? Also mein Traum war immer so ein kleines Rückensäckchen zu haben mit einem Motor drin, dass man so durch die Bäume fliegen könnte. Aber vielleicht die nächste Generation wird so weit sein. Kleiner Batman. Ja, so. Das wäre doch nett. Aber können Sie sie dann überhaupt verfolgen? Ich meine, der Urwald, stellen wir uns ja vor, ist dickicht. Und klar. Die Affen bewegen sich relativ rasch oder bewegen Sie sich relativ langsam, dass Sie sie folgen können? Ja. Wenn Sie mich loswerden wollen, dann können Sie schneller sein. Aber meistens sind Sie ganz, Sie überlegen sich alles in Ruhe und sind langsam. Sie haben jetzt vorhin gesagt oder geschildert, Sie stehen früh morgens auf, gehen zum Schlafplatz dieser, ich nehme an, das sind Einzeltiere oder vielleicht Gruppen. Meistens schon, ja. Heißt denn das, dass die Orang-Utans relativ gesehen in einer überschaubaren Gegend leben? Mhm. Also ja, die bewegen sich da nicht quer durch alles durch, sondern die sind immer etwa am gleichen Ort? Jein, denn sie haben so, zum Beispiel da im Sumpf in Sumatra, haben sie so Reviere, die Weibchen so von rund 800 Hektar. Also das ist schon ziemlich groß. Mhm. Ich weiß also nicht, wenn ich rausgehe, wo ich die finden werde. Aber sie sind offensichtlich Langschläfer. Oder zumindest, sie schlafen relativ... Leider nicht. Also sobald es ein bisschen hell wird, dann stehen sie auf. Also manchmal am Morgen hat man keine Ahnung, ob man tatsächlich das richtige Tier hat, denn es ist so dunkel, man sieht nichts. Denn oben auf den Bäumen ist es schon hell, hier ist noch dunkel. Sie kennen mit der Zeit Ihre Affen, also Sie kennen die Gruppen, Sie kennen die einzelnen Affen. Kennen die Affen eigentlich auch Sie? Ja, ich glaube schon. Die sind auch an uns gewöhnt. Wir versuchen natürlich nichts mit denen zu machen, also zu kuscheln oder was weiß ich. Das ist natürlich strengstens verboten. Sie suchen gar nicht den Kontakt mit den Affen? Nein, überhaupt nicht. Das wäre wissenschaftlich falsch oder wie? Ja, wir möchten gerne ihr natürliches Verhalten erforschen, nicht wie sie auf uns reagieren natürlich. Also unser Ideal ist, dass sie uns wie Kühe betrachten oder Schweine, die auch im Wald herumspazieren. Mhm. Also, dass sie uns völlig ignorieren. Mhm. Wir können auch jetzt hormonell nachweisen, dass wir da ziemlich erfolgreich waren. Also, was heißt das? Die reagieren zum Beispiel, die sind nicht, haben keine Stressreaktionen, wenn sie uns treffen, denn wir können feststellen, dass sie einfach ganz flach sind, wenn wir da plötzlich erscheinen. Wenn sie eine Weile nicht gefolgt haben, da kommen wir wieder bei denen, schauen uns kurz an und machen ihre Arbeit wieder. Und Sie haben jetzt ja permanent Leute, haben Sie in Borneo oder in Sumatra Studentinnen und Studenten, die dort die Beobachtungen machen? Genau, der Uni Zürich, ja. Wir haben vorhin im Bild eine Studentin gesehen. Affenforschung, da gab es ganz berühmte Frauen, da haben Frauen Pionierarbeit geleistet. Ja. Ist das ein Gebiet, zu dem Frauen eine besondere Affinität haben? Oder besonders geeignet sind? Ich glaube schon, denn was man braucht, ist viel Geduld. Und ich kenne viele Männer, die sind dann nach ein paar Stunden, haben sie es gesehen. Und natürlich passiert dann was Spannendes. Und Frauen sind auch im Allgemeinen, vielleicht hängt es zusammen, gute Beobachter. Und wir leben ja natürlich von der Beobachtung. Das ist einfach zu schauen, was die Tiere tun. Wir machen wenig Experimente, weil dann bringen wir Sachen zu sehr durcheinander. Wir haben dann Angst, dass was wir dann später sehen, nicht mehr gut zu erklären ist. Also grundsätzlich machen wir Beobachtungen und nur selten Experimente. Und Frauen sind im Allgemeinen sehr gut in solchen Sachen. Wie sie,
Hat es auch etwas mit der Leidensbereitschaft zu tun? Weil Sie haben jetzt vorhin gesagt, es ist sumpfig, es ist nass, aber vielleicht, es ist ja nicht nur das, sondern es ist ja auch sehr unangenehm. Also Blutegel, Moskitos. Klar. Aber nach einer Weile versteht man sich mit all diesen Organismen, dass das geht schon. Aber man kann schwer krank werden dabei. Das schon. Ja, wir haben die meisten von uns, wenn man mein Alter so erreicht hat, dann ist man mal, waren wir mal so nah dran. Also schwere Malaria zum Beispiel. Genau, ja. Und Sie selber noch in 2-3 Worten, wie sind Sie zur Affenforschung gekommen? Per Zufall, wie alles im Leben. Ich war Botaniker und wollte gerne tropische Regenwälder mal anschauen. Und meine Frau hat sich irgendwann mal für Affenforschung interessiert und ich durfte dann mitkommen, um die Pflanzen zu beschreiben, die Affen dann essen. Und nach einer Weile fand ich, dass die Affen eigentlich spannender waren als die Pflanzen. Ja. Und seither beobachten Sie, forschen Sie auf dem Gebiet der Orangutans. Ja. Und eben, ich habe es am Anfang gesagt, oder? Sie sagen ja, diese Forschung dient, um den Menschen besser zu verstehen, beziehungsweise zu verstehen, wie wir zum Menschen wurden. Genau. Ganz simpel gefragt, was lernt man diesbezüglich beim Orangutan? Also, schauen wir mal diesen Stammbaum noch mal an, dann sehen wir, dass wir Menschenaffen sind. Wenn ich das aber zu Ihnen sage, dann sagen Sie, Entschuldigung, denn die sind doch total anders. Und das hat man auch immer so gemeint. Aber jetzt die Moleküle, die lügen ja nicht, die sagen, wir sind echt sehr nah verwandt mit diesen Tieren. Also was die Tiere uns erstmal sagen können, ist, wo kommen wir her? Wir sind ja diese Menschenaffen, aber wir sind auch ganz schnell, da kommen wir noch darauf zu sprechen, ganz anders geworden. Also diese Ursprungslage, wie sah die aus? Denn das haben wir alle gemeinsam. Und indem wir das genauer kartieren und auch genauer verstehen, wie die Menschen sind, das ist auch nicht so einfach. Und manchmal kriegt man Ideen daraus, wie die Tiere sich verhalten, um festzustellen, wie die Menschen sind. Haben wir das erstmal genau, sagen wir mal, kartiert. Wie sehen Menschen aus? Wie sehen Affen aus? Und was können wir daraus rekonstruieren, wie unsere Vorfahren ausgesehen haben? Und dann ist natürlich die nächste Frage, ja, wie von diesem Punkt, wo der Vorfahre war, wie sind wir dann so plötzlich da, so weit weg zu Menschen geworden? Was ist da passiert? Und da möchte ich natürlich als Naturwissenschaftler versuchen, Theorien zu verwenden, die meine Kollegen auch für ganz andere Organismen verwenden. Also evolutionsbiologische Gesetze, die allgemein gültig sind, trotzdem dieses Mysterium erklären können, dass Menschen so schnell so anders geworden sind als diese haarigen Tiere, die anscheinend dann so mit uns verwandt sind. Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Orangutans sind deswegen besonders interessant, weil sie so weit zurückgehen quasi. Also man kann weiter in die Vergangenheit eigentlich zurückblicken. Genau. Also jetzt zum Beispiel eben mit dem direkten Verwandten, dem Schimpansen. Also was zum Beispiel, bevor wir dann angefangen haben mit Orangutans, nicht klar war, wie groß die Ähnlichkeiten sind zwischen Orangutans und Schimpansen. Man kann sagen, die Orangutans sind die Schimpansen von Südostasien. Das bedeutet also, dass so eine Art von Menschenaffen-Nische im Wald, dass es die gibt und dass das sehr ähnlich sein muss damit, wie wir mal angefangen haben. Und was ist jetzt, wenn man so, wir beginnen mal unten, was ist eine entscheidende Erkenntnis, die Sie herausgefunden haben? Wir gemeinsam haben. Ich glaube, das Allerwichtigste, was wir herausgefunden haben, ist, dass Orangutans und Schimpansen diese Art von Basistechnologie haben, die sich auf Kultur basiert. Und dass also zum Beispiel unsere Einzigkeit, was denken wir immer, Kultur, zurückgeht auf diese Wurzeln. Und dass das vor 15 Millionen Jahren, dass es also schon Menschenaffen gab, wahrscheinlich die kulturell waren. Also das heißt, das, was wir gemeinhin sagen, die Kultur ist das, was uns von allen Tieren und auch von den Affen, unseren Verwandten, unterscheidet, das stimmt nicht. Stimmt, wie immer. Oder was verstehen Sie? Eben, ich glaube, man muss vielleicht mal erklären, was verstehen Sie unter Kultur? Was ist Kultur? Genau. Was ist Kultur? Wir Biologen sagen, Kultur ist, ich sage es dann so, Erfindungen, also Verhaltensweisen, die nicht einfach da sind, die erfunden werden müssen, die dann aber sozial weitergegeben werden. Das Wichtige ist also, dass die Gene nicht direkt eine Rolle spielen. Also Sie erfinden etwas und ich schaue das ab und dann kann ich es auch.
Ich habe es nicht selber erfunden, aber Sie haben es vielleicht erfunden. Aber jetzt haben wir es in der Population, denn jetzt können alle es lernen. Und so kann man Sachen aufbauen, die nicht direkt zu erklären sind mit Genen, denn die, das sind Erfindungen. Menschliche Kultur geht natürlich viel weiter. Und bei uns ist es nicht nur so, dass zum Beispiel, wir kommen noch auf die Stöckchen zu sprechen, dass sogar bei den primitivsten Menschen die Technologie viel weiter geht als das. Also das nennen wir Cumulative Culture auf Englisch, dass da so etwas aufgebaut worden ist, dass es kumuliert hat. Aber bei uns ist Kultur natürlich auch, und das sehen wir eigentlich bei Menschen offen fast nicht, sehr wichtig von der normativen Seite her. Wie muss ich mich benehmen? Ich muss mich konformieren. Und das ist geografisch unterschiedlich, nicht? Also hier macht man A, dort macht man B. Aber wenn ich hier wohne, muss ich A machen und nicht B, sonst passe ich nicht rein. Das ist da dazugekommen. Also vielleicht können wir es noch ein bisschen praktisch machen. Ich glaube, wir haben einen Film, der konkret zeigt, was Sie jetzt da uns erklärt haben. Es geht ja eigentlich um Problemlösung jetzt in dem, genau, in dem Erfindungen Fall. Machen, nicht? Wenn Sie vielleicht kurz schildern, was wir hier sehen. Genau, das ist eine große Frucht, wie Sie sehen, Frucht. Da sind große Samen drin, die sehr, sehr gut sind. Aber die sind geschützt von einer Menge ganz scharfe Haare. Ja. Und hier sehen wir übrigens, wie er sich einen Schirm schützen macht. Gegen Regen. Also das ist auch eine Art von Werkzeugverwendung. Aber noch mal kurz über die Früchte. Die Haare, wenn man versucht, die Samen so rauszunehmen, dann wird man total gestochen. Und, also man tut sich weh? Man tut sich weh. Ich habe es versucht, als ich das erste Mal dort war. Also ich dachte, hey, das sieht schön aus. Ich habe das rausgenommen und die nächste halbe Stunde war ich beschäftigt, mich da ein bisschen zu befreien. Die nehmen einfach die Stöckchen und die versuchen so, die Samen rauszufrecken. So. Wieso ist das wichtig? Fast 50% Fett. Also die beste Nahrung, die es im Regenwald gibt. Sie haben uns jetzt hier so Stöckchen mitgenommen. Mhm. Wir haben vor der Sendung als Laie natürlich ein bisschen geschmunzelt und gesagt, das sind einfach Stöckchen. Diese genau. Stöckchen haben aber für Sie eine ganz spezielle Eigenschaft. Es sind noch ein paar Haare dran, sehen Sie. ja, denn jetzt wird es spannend. Wieso weiß ich jetzt, dass es Erfindungen sind? Ja. Weil ich gehe jetzt in andere Gebiete, da sehen die Tiere die Bäume und ignorieren die Früchte. Das macht doch keinen Sinn. Das ist das beste Futter, das es im Regenwald gibt. Weil wahrscheinlich, so wie ich, hatten die mal diese Erfahrung gemacht, die Finger wurden angegriffen und man konnte nicht zum Futter geraten. Also dann hört es auf. Es gibt auch ein paar Gebiete, wo die Tiere diese großen Früchte nehmen und dann einen Teil abbrechen. Das geht mit Händen und Füßen zusammen, denn das ist nicht einfach, können nur die Größten machen. Dann können sie so eine Leiste von diesen Samen essen und dann ist es gelaufen. Es gibt aber auch ein paar Gebiete, wo sie das mit diesen Stöckchen machen. Das zeigt, dass es um Erfindung geht. Wie können Sie denn sicher sein, dass Affe A, der das Stöckchen verwendet, und Affe B, der das Stöckchen nicht verwendet, beide wissen, dass in dieser Frucht etwas ist, was sehr nahrhaft ist? Klar. Ist. Also es könnte ja sein, dass Affe B gar nicht weiß, dass es diese Frucht aber das gibt. Macht, ja, das macht die Geschichte aber nicht anders. Denn immerhin ist es dann auch so, dass hier wird gegessen, dort wird nicht gegessen. Und wir können auch jetzt ganz schön zeigen, mit der Genetik hat es nichts zu tun. Also normalerweise, wenn das bei kleinen Fischen oder Fröschen so wäre, dann würde man sagen, ja, die haben da andere Gene und das, die Selektion hat dazu geführt. Das ist ja alles irrelevant. Jetzt haben Sie ja unterschiedliche Längen hier oder verschiedene Stöckchen. Was unterscheidet Stöckchen ist Stöckchen oder gibt es da... Also diese drei sind Beispiele für die Früchte. Wie Sie sehen, die sind alle ungefähr gleich groß. Wir können übrigens zeigen, dass bestimmte Jahre sind die Früchte viel größer, dann werden die Stöckchen länger. Und während der Zeit, dann öffnen sich die Früchte immer ein bisschen mehr und in diesem Monat werden die Stöckchen dicker. Also deshalb habe ich die anderen auch mitgebracht. Was das zeigt, ist, dass sie da sich sehr intelligent benehmen. Die wissen, die machen sich eine Vorstellung, wie sieht die Aufgabe aus? Was für ein Werkzeug brauche ich dafür? Deshalb, das hier sind diese Früchtestöckchen, aber zum Beispiel diese hier sind für Baumlöcher verwendet. Die sind viel größer und dicker,
aber nicht alle Baumlöcher sind groß und tief. Also die haben auch manchmal ganz dünne Stückchen für die Baumlöcher. Also jede Aufgabe fordert so ein spezielles Werkzeug. Ich meine, bei Schimpansen geht es dann noch ein bisschen weiter. Dann kann man an den Endteilen noch sehen, um welche Aufgabe es geht. Aber sie machen sich eine Vorstellung, wählen sich ihr Werkzeug, ein Zeichen, dass sie intelligent sind. Aber sie können beobachten, oder das ist quasi empirisch, wissenschaftlich nachzuweisen, dass der Orang-Utan vor dem Baumloch eben verschiedene Stöckchen ausprobiert. Es ist nicht Zufall, dass jetzt einfach halt jetzt dieses Stöckchen gerade da ist oder dass er halt diesen Zweig abbricht und dieses... Er schaut sich immer ein bisschen rum und wählt sich dann einen Zweig aus. Also es ist eine gezielte Auswahl, genau, die stattfindet. Genau. Und ich kann beim gleichen Weibchen, das haben wir mal gemacht, das gleiche Weibchen, unterschiedliche Baumlöcher. Es gibt ganz tiefe, es gibt ganz untiefe und so weiter. Und dann hat sie mehrere Werkzeuge verwendet, denn wenn sie längere Zeit arbeiten, dann fällt manchmal ein Stockchen weg. Also, und dann machen sie einfach ein neues. Das ist eine halbe Minute Arbeit. Dass wir sehen, dass für jedes Baumloch gibt es eine Durchschnittlänge und Größe, die sie dann systematisch anhält. Also sie hat das erste Mal, schaut sie rein und sie wählt sich ihr Stöckchen, so, ihr Werkzeug. Sie haben von Intelligenz gesprochen. Sie bezeichnen das eben als erste kulturelle Tätigkeit, genau, oder? Etwas, was mit dem Menschen in der Tat gemein ist. Nur der Affe, der Orang-Utan, ist stehen geblieben, oder? Und der Mensch ist schließlich weitergekommen. Ja. Was war denn gewissermaßen der entscheidende Schritt? Ist es der berühmte aufrechte Gang, der uns Menschen weitergebracht hat? Oder was Nein. sagt der Forscher da? Das wissen wir im Moment. Wir sind ganz fleißig dran. Wir machen zum Beispiel jetzt mit Tieren in Gefangenschaft Experimente, um zu schauen, ob wir sie diesen kumulativen Schritt machen lassen können. Also, dass sie irgendwie auf bestehende Werkzeuge aufbauen, indem sie etwas hinzufügen, zum Beispiel. Und Wissen weitergeben, gewissermaßen. Nein, das ist okay, das tun sie so locker. Aber die Erfindungen komplexer machen. Komplexer. Zum Beispiel, stellen Sie sich mal die Steinwerkzeuge vor von Menschen. Die allerersten, das waren echt von Tieren, die auch Menschenaffenhirnen hatten. Das ist einmal und es ist in Ordnung. Aber sehr schnell werden die Werkzeuge viel komplizierter. Da ist aufgebaut. Da ist etwas genommen und da ist etwas hinzugefügt und hinzugefügt. Vielleicht was weggenommen, hinzugefügt, abgeändert, bis man letztendlich dieses Werkzeug hatte. Das sehen wir nicht bei Menschenaffen. Und unsere große Aufgabe ist, herauszufinden, wieso. Denn ist es jetzt eine intellektuelle Sache? Ist es eine Weitergabesache? Und natürlich spielen viele Sachen da eine Rolle, aber das Weitergeben ist schon sehr wichtig. Das Faszinierende ist ja, dass das Affenbaby, also das Jungtier, weiter ist als ein Menschenbaby, was seine Fähigkeiten angeht, aber irgendwo dann relativ schnell eben der Mensch offensichtlich schnellere Fortschritte macht. Ja. Und das weiß man noch nicht, warum das so ist. Warum das jetzt so ist, schon. Unser Gehirn ist viel größer und ich sage immer, je größer das Gehirn, desto dümmer man anfängt, denn das muss immer alles gefüllt werden. Und die Tiere, die ganz kleine Gehirne haben, da geht alles, läuft mehr oder weniger instinktiv ab. Also die haben kein Problem, die müssen nicht so viel lernen. Es korreliert direkt mit der Größe des Gehirns. Ja. Ja, ja. Und das kann man auch zwischen den Menschenaffen und anderen Affenarten zeigen, dass wenn man da die kognitive Leistungen irgendwie misst, so sagen wir mal Intelligenz, dann korreliert das ganz schön mit Hirngröße. Jetzt hat Marco Ferber vorhin gesagt, der Affe ist stehen geblieben. Ist es denn ein Stehenbleiben oder ist die Entwicklung einfach sehr viel langsamer? Also konkret, kann sich ein Affe auch noch zum Menschen weiterentwickeln in den nächsten Zehntausenden von Millionen von Jahren? Ja, mit was wir jetzt wissen, würde ich sagen, nein. Und ich habe da eine komplizierte Antwort, wenn Sie möchten. Sie muss einfach verständlich sein für den Okay. Nein. Das ist nämlich so, dass die Menschenaffen haben sehr große Hirne. Die Frage ist, können die größer werden? Und jetzt haben wir etwas festgestellt, das war so unabhängig eine andere Arbeit, aber dass Hirngröße sehr viel aussagt über
wie schnell eine Population wachsen kann. Und wir haben immer gedacht, große Tiere, die können nicht so schnell ihre Populationen wieder aufbauen, sind also anfälliger fürs Aussterben. Das stimmt auch immer, wenn man das anschaut. Aber wenn wir mit Tieren arbeiten, die wir kennen, dann finden wir, dass Hirngröße das viel besser vorhersagt als Körpergröße. Also es sind großhirnige Tiere. Was sehen wir also? Dass Menschenaffen mit ihren riesigen Hirnen demografisch gesprochen so nah an dieser Felswand sind, dass sie abstürzen, dass sie sich nicht leisten können, die Hirne größer zu machen. Denn wir sehen, wenn die Hirne größer werden, geht die Populationswachstumsrate runter. Aber hier ist null. Man kann nicht unter null geraten, denn dann stirbt die Population aus. Also die Menschenaffen sind gerade noch am Ort, wo sie nicht aussterben. Wenn wir übrigens 10, 15 Millionen Jahre zurückgehen, gab es eine ganze Menge Menschenaffen. Sind fast alle weg. Wahrscheinlich, weil die Umwelt sich ziemlich drastisch geändert hat, konnten sie nicht mithalten. Und was war denn der entscheidende Faktor, dass das beim Menschen anders gelaufen ist? Deshalb, wir haben, glaube ich, dreimal mehr im Kopf als dieser Affe, oder? Genau. Deshalb wage ich die Vorhersage, dass es bei den anderen Menschenaffen nicht passieren wird. Denn bei uns ist dann etwas ganz Neues dazugekommen, was bei den anderen Menschenaffen nie passiert ist, nämlich die gemeinschaftliche Jungenaufzucht. Also quasi die Fähigkeit, sich zu reproduzieren und nicht auszusterben. Indirekt. Könnte man sagen, es geht darum, dass jetzt Energie reinkommt. Mhm. Also zum Beispiel eine Menschenaffenmutter muss ihr Kind total allein aufziehen. Mhm. Also da gibt einfach die Energie, gibt es nicht, um ein großes Gehirn aufrechtzuerhalten. Denn Hirne sind sehr, sehr teuer energetisch. Mhm. Und bei den Menschen was ist heißt, es dann... Hirne sind teuer energetisch. Okay, sagen wir mal, wir nehmen ein Gramm Hirn und fragen, wie viel Sauerstoff braucht es pro Minute. Dann sehen wir, dass ein Gramm Hirn verglichen mit einem Gramm Knochen oder Haut oder viele andere Organen im Körper viel mehr Energie brauchen. Und das lässt sich nicht runterfahren. Also unsere Gehirne sind immer ständig aktiv. Wir können nicht sagen, jetzt machen wir mal eine Weile Pause. Hirne werden auch immer gespart. Also wenn es zu wenig Energie gibt, das Gehirn hat immer genug. Zum Beispiel, wenn Kinder ganz klein geboren werden, ist das Gehirn relativ groß, relativ zum Körper. Das Körper schrumpft, das Gehirn nicht. Also, Gehirne sind teuer. Ja, deshalb auch, dass sie sich, wenn die Gehirne größer werden, dass die Reproduktionsrate runtergeht. Denn das muss irgendwo herkommen. Und das kommt dann meistens aus, was wir Production nennen, Wachstum und Reproduktion. Und Sie sagen jetzt, weil der Mensch effizienter war in der Organisation seiner Aufzucht, hat das zum Menschen geschafft. Denn die kommen nicht durch. Wir haben dann verglichen, welche Arten, wie kommt man aus dieser, wir nennen das die graue Decke, wie kann man durch diese graue Decke kommen, wie kann das Hirn größer werden? Dann sehen wir, dass in vielen anderen Linien der Säuger, die Hirne größer werden, wenn es diese gemeinschaftliche Jungenaufzucht gibt. Beispielsweise? Hundartigen unter den Karnivoren zum Beispiel. Da werden die Hirne größer. Es gibt eine, bei Vögeln sieht man etwas Ähnliches. Also, was ist passiert? Eines Tages sind wir auf die Savanne gegangen wahrscheinlich und bräuchte man irgendwie Hilfe, damit die Kinder überleben können. Und das bringt dann indirekt mit sich die Möglichkeit, dass die Hirne jetzt größer werden können. Denn jetzt kommt die Energie rein, die es bräuchte, um größere Gehirne aufrechtzuerhalten. Das ist kompliziert, ich weiß. Nein. Also man hat begonnen dann, als man in die Savanne ging, wie Sie sagten, oder? Das hat ja mit Klimaveränderungen zu tun, oder? Man musste in einem größeren Gebiet Nahrung suchen, sammeln und so weiter und so fort. Da hat man begonnen, die Kinder gemeinsam großzuziehen, wenn ich Sie da richtig verstehe. Das ist die Idee, ja. Dafür gibt es natürlich nur indirekte Hinweise. Ja. Und das ist ein Faktor, der es dem Menschen dann ermöglicht hat, dass sein Gehirn größer wurde. Genau. Und dafür gibt es jetzt viele indirekte Hinweise. Zum Beispiel die Umstände. Das ist eine Zeit, da sehen wir plötzlich, dass die Weibchen viel größer geworden sind. Das ist die erste Zeit, dass die Hirne sich vergrößert haben.
Das ist die Zeit, dass wir wissen, dass sie viel mit Steinwerkzeugen gearbeitet haben und auch gejagt haben und Großwild. Das bedeutet, man muss das gemeinsam machen, man muss es verteidigen. Es gab damals sehr große Katzen und was weiß ich, die da, da, wogegen man sich verteidigen muss. Die müssen das teilen. Das war also eine Lebensweise, die schon sehr, sehr kooperativ ist. Es ist für kleine, junge Hominiden, sagen wir mal, unmöglich, um da sich zu ernähren. Die müssen also ernährt werden. Und so baut sich eine Art von gemeinschaftlicher Jungenaufzucht auf. Aber warum haben das die Affen nicht geschafft? Das ist einfach Zufall. Ich würde sogar behaupten, aber dass wahrscheinlich 90% von unseren Vorfahren das auch nicht geschafft haben. Das war mal eine Gruppe, die hat plötzlich so angefangen zu leben, weil die Kinder sonst nicht überleben würden. Aber eben, Sie haben vorhin gesagt, Sie schließen eigentlich aus auf meine Frage, ob sich das noch entwickeln könnte, dass das geschehen wird. Ja. Das ist ja schon noch... Ausschließen kann man es nicht, aber also, wenn jetzt... Also soziales Verhalten unter einer Affenfamilie oder Gruppe, wenn sich das ausprägen würde auf eine ganze Population, dann wäre ja theoretisch denkbar, dass auch dort ein Entwicklungsschritt in diese Richtung stattfinden könnte. Aber das ist immer so, im Nachhinein kann man sagen, ja, da war es und das war schön und gut, aber Vorhersagen ist schwierig und man sieht nur, die es geschafft haben. Und wir nehmen an, dass deshalb sind ja die meisten Menschen davon ausgestorben. Die haben es nicht geschafft. Ist denn der Zoobesucher ist wahrscheinlich der, der am ehesten den Affen ja auch sieht. Also wir haben ja leider alle nicht oder die meisten wahrscheinlich nicht Gelegenheit, Affen in der freien Wildbahn zu sehen. Ist denn das, was man im Zoo sieht, diese Gruppenatmosphäre, auch das sehr familiäre für den Laien zumindest, ist das atypisch eigentlich für Affen? Das ist das Schöne, wir verwenden die Variation, so auch mit diesen Stöckchen zum Beispiel, innerhalb von einer Art, immer um besser zu verstehen, welche Prozesse da eine Rolle spielen. Also zum Beispiel diese Population hier, die sind auch sehr gesellig, relativ für Orang-Utans. Also die treffen sich regelmäßig. In anderen Orten, und zum Beispiel die von Borneo meistens, sind mehr Einzelgänger, haben nicht diese Kultur, denn für diese Weitergabe braucht es ja eine Art von soziales Netzwerk. Und wenn man sich zu wenig trifft und nicht nett genug zueinander sein kann, dass, wenn ich hier am Essen bin, dass ich das auch okay finde, dass sie da so ganz nah auch mich zuschauen beim Essen, dann wird da nichts weitergegeben. Also so können wir schon zeigen, dass die Geselligkeit eine große Rolle spielt. Aber um jetzt auf den Menschen zu kommen, das gab es bei Menschen auch. Toleranz, Geselligkeit. Wie kommen wir jetzt weiter? Weiter ist, wenn ich jetzt anstatt einfach meine Kinder einfach zuschauen zu lassen, auch ein bisschen mithelfe. Lehren. Lehren gibt es bei den Menschenaffen fast überhaupt nicht. Das war eine große Überraschung. Wir haben immer gedacht, wir haben nicht richtig geschaut. Aber wir sehen jetzt auch mit vielen anderen Daten zusammen, dass das Lehren ist echt menschlich. Ist echt etwas, was man sieht bei Arten mit gemeinschaftlichen Jungenaufzucht. Also da kommen die zwei Elemente wieder zusammen. Ja. Und die Zeit, von der wir jetzt gesprochen haben, eben dieses Wachstum des Gehirns in Korrelation eben zu dieser neuen Art der Aufzucht, der gemeinsamen Aufzucht, da liegen wir etwa 2,5 Millionen Jahre oder so zurück. Ein bisschen früher, rezenter wahrscheinlich, so rund 2. Etwa 2,8 Millionen Jahre. Ja, es ist eine schwierige Zeit und mit den neuen Funden von unserem Institut ist das alles noch mehr durcheinander geraten. Eben, jetzt. Darauf möchte ich jetzt gerne kommen. 2 Millionen Jahre bis zum Menschen heute oder die berühmte Evolution. Wir können sie nicht in allen Einzelschritten nachvollziehen. Meine Generation zumindest, die hatte ein schönes Bild im Schulbuch. Ich würde Ihnen das gerne zeigen, wo man sieht, wie aus dem Menschen der Affen, aus dem Affen der Menschen wurde. Voilà, dieses Bild. Ja. Ich habe mir jetzt allerdings sagen lassen, das ist etwas ein gar einfaches Bild. Ja, das ist es schon. Zum Beispiel, wahrscheinlich war der erste Vorfahren nicht so auf den Händen gegangen, wahrscheinlich anders. Wie genau, wissen wir nicht. Und dass er so halbwegs aufrechter Gang war, ganz früh, am Anfang. Aber wir haben immer gedacht, das sei der Wendepunkt gewesen. Ist es aber nicht, denn wir wissen, dass diese noch Millionen Jahre kleine Hirne hatten. Und auch nichts Besonderes gemacht haben.
Jetzt eben, Sie weisen immer auf diese drei Schädel hier hin und vielleicht sollten wir die jetzt einmal noch ein bisschen genauer anschauen. Also was sehen wir hier oder was wollen Sie uns mit diesen Schädeln zeigen? Okay, also über diese graue Decke gesprochen. Das ist ein Gorilla-Weibchen, nicht? Hat so einen Schädelinhalt von ungefähr 450 Kubikzentimeter, schon sehr groß. Schimpansen und Orangutan-Weibchen ein bisschen weniger. Die sind an dieser grauen Decke gestoßen. Kein Menschenaffen geht darüber hinaus so 500, 550 und dann ist es Schluss. Jetzt habe ich hier einen Neandertaler. Habe ich speziell gewählt, denn die sind ein bisschen größer hier, nicht noch als wir waren, als wir sind. Schauen Sie mal, das ist ein Riesenschädel, fast 1600 Kubikzentimeter. Also locker dreimal, fast viermal so groß. Also man sieht es sofort. Nicht? Und das ist einzigartig. Auch wenn man andere Linien vergleicht, dass da in kürzerer Zeit so eine Riesenänderung sich in Hirngröße vorgetan hat, das sieht man eigentlich nicht. Also da ist etwas Spannendes passiert. Etwas nicht business as usual. Da ist grundsätzlich etwas Neues dazugekommen. Das ist unsere Idee mit der gemeinschaftlichen Jungenaufzucht. Und jetzt wird es interessant, denn die Frage ist, okay, das war so vor 50.000, 100.000 Jahren nicht. Da hatten wir es geschafft als Gattung. Wann hat dieser Prozess dann angefangen? Und wenn wir uns so im Großen und Ganzen, es gibt natürlich nicht so viele Schädel von diesen Hominiden, aber im Großen und Ganzen wissen wir, dass es bis zu ungefähr 2 Millionen Jahren die Hirngröße nie über diese graue Decke hinausgekommen ist. Also die hatten genau das gleiche Problem wie die Menschenaffen. Es geht einfach nicht schneller und dann kann man die Hirne nicht größer machen, auch wenn es schön sein würde, mit diesen Hirnen etwas zu machen. Es geht einfach nicht von der Demografie her. Und zum Beispiel haben wir jetzt diese Malapa-Hominide gefunden. Herr Peter Schmidt bei mir im Institut, er war einer der Leute, die das gefunden haben, in Südafrika ganz neu. Und diese Dame hier, das wissen wir jetzt, eine Dame, hat einen Schädelinhalt von ungefähr 420 Kubikzentimeter. Also weniger als... Noch weniger, aber sie war auch kleiner. Mhm. Also im gleichen Bereich, also auf der gleichen Kurve, könnte man sagen. Mhm. Sie ist vor ungefähr 1,9 Millionen Jahren gestorben. Mhm. Und also, was sagt sie uns jetzt über die Entwicklung des Menschen? Dass es sehr, sehr schnell gegangen ist nachher, nicht? Ja. Und dass wir, sie ist eine Mischform, denn von hier nach unten sieht sie aus wie ein Homo erectus, ein aufrechter Gang und nicht, die hatten ja auch aufrechte Gang, aber einer, der da so hinter Gazellen her rennen kann und das stundenlang machen kann, so wie wir das machen, so marathonartig. Aber oben ist sie noch Australopithecus, sagen wir, also hat sie noch ganz lange Arme, lange Hände, krummen Finger. Das bedeutet, dass sie jede Nacht noch auf die Bäume geklettert sind, um dort zu schlafen. Und kleinhirnig. Also die haben noch wie nennen wir das, Gallery Forest, Galeriewälder gelebt, ja, in der Nähe von Flüssen und so weiter und nicht weit auf die Savanne. Dann fast zeitgleich sehen wir dann die echte Homo erectus oder Ergaster, wie man sagt, in Afrika, wo von oben nach oben auch es ganz menschlich ist. Die Arme sind sehr kurz geworden. Hirne werden schon größer, so 6, 7, 800 ganz rasch Kubikzentimeter. Und wenn man so einen Homo erectus anschaut, der sieht aus wie wir. Also da ist sehr schnell, denn das ist da noch, ist zwar fast zeitgleich, aber klar ein Vertreter einer früheren Linie, ganz schnell hat sich da einen neuen Lebensstil entwickelt. Und das ist genau, was wir sehen, wenn wir Vögel anschauen und auch andere Säuger, wenn die auf diesen offenen, savannenartigen Habitate gehen, sieht man relativ häufig, so ein paar Prozent, diese gemeinschaftliche Jungenaufzucht plötzlich auftauchen. Und deshalb denken wir, das könnte hier auch der Schlüssel sein. Denn bei den heutigen Menschen ist es ganz klar, dass wir das sind. Die Frage ist also, wann hat es angefangen? Und wir versuchen jetzt diese Entwicklungen zu verknüpfen und auch kausal zu verknüpfen. Und jetzt haben wir hier den Kollegen Neandertaler,
ja. von dem haben wir alle in der Schule gehört, ist ausgestorben, obwohl er ein größeres Hirn hatte als wir. Genau, genau. Wieso hat er nicht überlebt und wir haben schlussendlich überlebt? Ja, darüber rätseln sich immer noch die Forscher und sie schlagen sich fast die Köpfe darüber ein, muss ich sagen. Denn das ist natürlich eine spannende Frage und sehr schwierig zu lösen. Das ist immer so, wenn man die Frage nicht lösen kann, versucht man lauter zu schreien und dann geglaubt zu werden. Aber wahrscheinlich hat der arme Neandertaler einfach Pech gehabt, weil... was sehr wichtig ist bei Kultur, das können wir intuitiv verstehen, ist, wie groß ist die Gesellschaft. Wenn jemand etwas erfindet und weitergibt, ist natürlich so, dass eine größere Gesellschaft mehr erfinden kann. Und auch wenn man sich häufiger trifft, weil man eine höhere Dichte hat, kann eine Gruppe erfindet was, das wird dann weitergegeben oder geklaut, aber es kommt weiter. Ja. Die armen Neandertaler, die haben da so im hohen Norden gelebt. Was haben die gegessen? Es gab keine Vegetation. Also Jäger und Sammler, die waren nur Jäger, die waren nicht Sammler. Also da geht die Dichte schon runter. Und das kann man auch archäologisch nachweisen. Die hatten ganz kleine Siedlungen und ganz weit voneinander entfernt. Also die hatten wahrscheinlich einfach Pech, dass sie nicht diese Kultur, so wie wir das haben, das alles außerkörperlich angesammelte Wissen, das wir immer weitergeben müssen, das konnten sie entweder nicht ansammeln oder nicht beibehalten, weil die Gruppen so klein waren. Jetzt wissen wir ja aus jüngsten Forschungsergebnissen, dass es offensichtlich ja auch eine Parallelität gibt. Also dass der Mensch sich offensichtlich, also das ist eine Vermutung, mit dem Neandertaler zusammengelebt hat, dass es auch Paarungen gegeben hat. Ja. Heißt das, dass in uns Neandertaler-Gene stecken? Das haben die ja gefunden. Ein paar, ich glaube 1-4% oder sowas, aber nur, das war nett, in den außerafrikanischen Menschen. Denn Neandertaler haben ja in Nordeuropa, Zentralasien und so weiter gelebt. Dass es also keine Neandertaler-Gene in Afrika gibt, leuchtet ein. Das müsste ja stimmen, sonst hätte man das alles nicht glauben können. Mhm. Aber könnte das nicht darauf hinweisen, dass es eben möglicherweise eben zu einer, nicht zu einem Aussterben, sondern eigentlich zu einer Verschmelzung der Spezies geführt hat? Aber bevor wir diese wunderbaren molekularen Ergebnisse hatten, hatten wir ja nur Schädel. Aha. Und wenn wir jetzt schauen, so sehen sie nicht aus. Oder? Ja. Nein, wir können das alles rekonstruieren natürlich. Man weiß, wie dick da die Haut sein muss. Ja. Wir sehen nicht so aus. Ja. Also, wenn es schon eine Mischung war, war die ganz, ganz asymmetrisch. Mhm. Also das heißt, der andere hat ganz klar in der Minorität quasi. Ja, sehr, sehr, sehr deutlich und als Linie verschwunden. Mhm. Das ist klar. Jetzt haben wir im Eilzugstempo am Schluss etwas die Evolution durchschritten, die ja Millionen von Jahren dauerte, oder? Und man muss sich vergegenwärtigen, 1 Million Jahre, das sind, glaube ich, etwa 40.000 Generationen, oder? Evolution hieß Anpassung, der Mensch hat sich immer weiterentwickelt. Wir müssen ja davon ausgehen, dass das so weitergehen wird. Was kann man über die zukünftige Evolution des Menschen sagen? Wie werden wir in 50.000 Jahren aussehen? Was werden unsere Fähigkeiten sein? Das ist eine spannende Frage. Sie wissen, wenn man sich an Vorhersagen wagt, dann geht es immer schief. Aber ich glaube, das Wichtigste, was wir als Menschen gemacht haben, ist, dass wir uns kulturell anpassen heutzutage. Also das geht durch Erfindungen und soziale Änderungen in der Gesellschaft und so weiter. Und nicht klassischerweise, dass wir Adaptationen entwickeln und ich würde fast sagen, Gott sei Dank, denn das hat immer mit großer Sterblichkeit, geht das zusammen. Denn normalerweise stellt man sich vor, nicht, wie werden die Pfoten des Hirsches länger, weil die rennen schneller, die kürzeren Beine, die sterben mehr, die werden mehr gefressen von den Raubfeinden, also da muss es immer diese Variation geben und dann kann sich allmählich das ändern. Diese Art von was nennen wir selektive Sterblichkeit? Die gibt es bei Menschen relativ wenig. Denn wir haben ja Spitäler, wir haben soziale Versorgung und so weiter. Also die unterschiedliche Sterblichkeitsrate wird immer kleiner. Denn wir können Leute am Leben halten, die einfach vor 100.000 Jahren natürlich nicht überlebt hätten. Also wir haben nicht ganz, denken Sie mal an AIDS, aber wir haben versucht,
Wir versuchen eigentlich, die Selektion auszuschalten. Also Adaptationen müssen jetzt eigentlich kulturell hervorkommen. Das, das also die geht Kultur nicht. Überlagert gewissermaßen. Genau. Die weil wir die andere Quelle haben wir einfach abgeschaltet. Versuchen wir zumindest. Ja. Und also die Antwort auf die Frage ist, ja, sagen Sie mal vorher, welche kulturellen Änderungen sich ereignen werden. Schwierig, aber wir sind als Art natürlich unglaublich kreativ. Und es geht häufig natürlich mit vielen Schwierigkeiten, denn es dauert ewig, bevor eine Gesellschaft sich anpassen möchte. Also Traditionen gibt man nicht gerne auf, aber letztendlich glaube ich schon, dass wir die Fähigkeit haben, uns da so kulturell anzupassen. Aber es gibt natürlich exogene Faktoren, ich sage jetzt zum Beispiel Klimaveränderung, an die wir uns anpassen müssten als Spezies, weil wir sie letztlich ja nicht... Quasi, wir können das nicht widersetzen. Genau, wir können das ja nicht technisch, also bedingt technisch kontrollieren oder uns fit machen. Das ist ja die Kultur. Es gibt eine rege Diskussion, wie Sie wahrscheinlich wissen, um das irgendwie technisch abzuändern. Dann ändern wir einfach die stratosphärischen Bedingungen ein wenig mit irgendwie welche Gase oder sowas. Viele Leute sind dann natürlich sehr erschreckt. Aber das ist schon ein Beispiel von Anpassung durch Kultur. Es gibt natürlich eine Wechselwirkung, denn fast alle Probleme, die wir jetzt haben, haben wir selber hervorgerufen, weil wir kulturell so erfolgreich waren. Wir haben entdeckt, dass man diese alte schwarze Dinge, dass man die verbrennen kann und damit Heizung und Energie erzeugen kann und damit Wagen laufen lassen kann. Erstmal müssen wir das Rad erfinden und so weiter. Aber es ist auch denkbar, dass wir eines Tages aussterben. Natürlich. Leider ist einer der, so wie bei Death and Taxes auf Amerikanisch, das sind die Sicherheiten, aussterben, es hat, die Zahlen weiß ich nicht genau, aber 99,9% aller Arten, die mal gelebt haben, sind ausgestorben. Also wir werden das auch mal machen. Ja. Also aussterben als Spezies Mensch und als möglicherweise aber etwas Neues oder etwas, eine Weiterentwicklung, sich eben adaptiert an neue. Klar, aber dann würde es nicht aussterben nennen. Und das Lustige ist dann, morphologisch wird da sich nicht viel ändern. Also wir werden wahrscheinlich da immer noch genauso aussehen. Sie kennen all diese Cartoons, dass wir dann diese riesigen Hirne haben und so weiter. Aber das ist diese zweite Route, wo es mit unterschiedlicher Sterblichkeit geht und so weiter. Die haben wir ja versucht abzuschließen. Das muss alles mit Kultur gehen. Also man kann schon versuchen, natürlich dann die kulturelle Evolution zu fördern. Indem man die Kommunikation maximiert, so wie wir jetzt miteinander reden, und neue Ideen akzeptiert als potenziell interessant und erforscht, also eine Art von Offenheit zeigt und sich nicht abschließt von Änderungen, denn das müssen wir schon. Wir müssen einfach die Zukunft ins Auge fassen, da wird viel auf uns zukommen, das ist klar. Aber wir können es nicht wissen, was es denn schlussendlich sein wird. Nein. Herr Professor Schaik, wir danken Ihnen recht herzlich für dieses spannende Gespräch und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet sehen unter www.nzz.ch. Das war unsere letzte Sendung vor dem Sommer. Auch wir machen Sommerpause und zwar bis zum 12. September. Wir hoffen, Sie seien natürlich auch dann wieder dabei und wünschen Ihnen auf jeden Fall einen guten Sommer. Bis dann, auf Wiedersehen.